Thema Wahrheit. Erster Abschnitt, die Bibel, Psalm. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unerforschlich. Eine Generation wird vor der anderen deine Werke rühmen und von deinen gewaltigen Taten erzählen. Ich will von deiner herrlichen Pracht und von deinen Wundern reden. Freut euch am Herrn, ihr Gerechten, die Aufrichtigen sollen ihn preisen. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht, und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich warte ich voll Hoffnung auf dich. Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift von Mary Baker Eddy. Um die Wirklichkeit und Ordnung des Seins in ihrer Wissenschaft zu erfassen, musst du damit anfangen, Gott als das göttliche Prinzip von allem anzusehen, was wirklich besteht. Geist, Leben, Wahrheit, Liebe vereinigen sich zu einem. Sie sind die biblischen Namen für Gott. Alle Substanz, Intelligenz, Weisheit, alles Sein, alle Unsterblichkeit, Ursache und Wirkung gehören Gott an. Gott gestaltet alle Dinge nach seinem eigenen Gleichnis. Leben spiegelt sich in Dasein wider. Wahrheit in Wahrhaftigkeit, Gott in Güte, die ihren innewohnenden Frieden und ihre innewohnende Beständigkeit mitteilen. In der Wissenschaft ist Wahrheit göttlich, und der unendliche Gott kann kein Ungleichnis haben. All die vielfältigen Ausdrucksformen Gottes spiegeln Gesundheit, Heiligkeit, Unsterblichkeit wider. Unendliches Leben, unendliche Wahrheit und Liebe. Zweiter Abschnitt, die Bibel, Psalm. Der Herr ist gut und gerecht. Er leitet die Demütigen recht und lehrt die Demütigen seinen Weg. Alle Wege des Herrn sind lauter Güte und Wahrheit für die, die seinen Bund und seine Gebote halten. Matthäus. Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, dass sie sie austrieben und jede Krankheit und jedes Gebrechen heilten. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger: Was sagen die Leute, wer ich, der Menschensohn, sei? Sie antworteten: Einige sagen Johannes der Täufer, andere Elia, wieder andere Jeremia oder sonst einer der Propheten. Er fragte sie: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Johannes: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wissenschaft und Gesundheit. Die Frage, was ist Wahrheit, wird durch Demonstration beantwortet, durch das Heilen von beidem, Krankheit und Sünde. Und diese Demonstration zeigt, dass christliches Heilen die beste Gesundheit verleiht und die besten Menschen hervorbringt. Das Christentum, wie Jesus es lehrte, war kein Glaubensbekenntnis, kein System von Zeremonien und keine besondere Gabe eines ritualistischen Jahwe, sondern es war die Veranschaulichung der göttlichen Liebe, die Irrtum austreibt und die Kranken heilt,
nicht nur im Namen Christi oder der Wahrheit, sondern in der Demonstration der Wahrheit, wie das in den Kreisen des göttlichen Lichts der Fall sein muss. Jesus gründete seine Kirche und behauptete seine Mission auf einer geistigen Grundlage des Christusheilens. Die Frage lautete damals wie heute: Wie heilte Jesus die Kranken? Die Welt lehnte seine Antwort auf diese Frage ab. Er wandte sich an seine Schüler: Was sagen die Leute, wer ich, der Menschensohn, sei? Das heißt, wer oder was ist es, das mit dem Austreiben des Bösen und mit dem Heilen der Kranken identifiziert wird? Sie antworteten: Einige sagen Johannes der Täufer, andere Elia, wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Mit dem innigen Wunsch, verstanden zu werden, wiederholte der Meister seine Frage: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Mit seinem üblichen Ungestüm antwortete Simon für seine Brüder, und mit seiner Antwort sprach er eine große Tatsache aus: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das bedeutet, der Messias ist das, was du verkündet hast, Christus, der Geist Gottes, der Wahrheit, des Lebens und der Liebe, die mental heilt. Bis dahin sprach man den ungestümen Jünger nur mit seinem bürgerlichen Namen an, Simon Barjona oder Sohn des Jona. Nun aber gab ihm der Meister mit den folgenden Worten einen geistigen Namen: Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen, die Bedeutung des griechischen Wortes Petrus oder Stein, will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle, des Hades, der Unterwelt oder des Grabes werden sie nicht überwältigen. Mit anderen Worten, Jesus hatte nicht vor, seine Gemeinde auf den persönlichen Petrus als einen Sterblichen zu gründen, sondern auf die Gotteskraft, die Petrus' Bekenntnis des wahren Messias zugrunde lag. Jetzt war es für Petrus offensichtlich, dass nicht eine menschliche Persönlichkeit, sondern göttliches Leben, göttliche Wahrheit und Liebe der Heiler der Kranken und ein Fels war, eine feste Grundlage im Reich der Harmonie. Jesus gab in der christlichen Ära die Richtschnur für alles Christentum, alle Theologie und alles Heilen. Als Erster auf der Liste christlicher Pflichten lehrte er seine Nachfolger die heilende Kraft der Wahrheit und Liebe. Dritter Abschnitt, die Bibel, Johannes. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da sprach Jesus: Nun ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Danach offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern am See von Tiberias. Als sie nun gefrühstückt hatten, sprach Jesus zu Simon Petrus: Simon, Jona, liebst du mich mehr als diese anderen? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sprach zu ihm: Weide meine Lämmer. Dann sprach er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Jona, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sprach zu ihm: Weide meine Schafe. Er sprach zum dritten Mal zu ihm: Simon, Jona, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sprach: Hast du mich lieb? Und er sagte zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sprach zu ihm: Weide meine Schafe. Wissenschaft und Gesundheit.
Göttliche Wahrheit, göttliches Leben und göttliche Liebe gaben Jesus Vollmacht über Sünde, Krankheit und Tod. Es war seine Mission, die Wissenschaft des himmlischen Seins zu offenbaren, zu beweisen, was Gott ist und was er für den Menschen tut. Jesu Lehre und Praxis der Wahrheit umfassten ein solches Opfer, dass wir zugeben müssen, dass deren Prinzip Liebe ist. Schafe, Unschuld, Arglosigkeit, diejenigen, die ihrem Hirten folgen. Was wir am dringendsten brauchen, ist das Gebet innigen Verlangens nach Wachstum in Gnade, das in Geduld, Sanftmut, Liebe und guten Werken zum Ausdruck kommt. Wir sind es unserem Meister schuldig, seine Gebote zu halten und seinem Beispiel zu folgen. Das ist der einzig würdige Beweis unserer Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Äußerliche Anbetung an sich ist nicht genug, um treue und im Herzen empfundene Dankbarkeit auszudrücken, denn er hat gesagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Es ist möglich, ja es ist die Pflicht und das Vorrecht jedes Kindes, jedes Mannes und jeder Frau, dem Beispiel des Meisters durch das Demonstrieren von Wahrheit und Leben, Gesundheit und Heiligkeit in einem gewissen Grade zu folgen. Wenn der Mensch von Gott regiert wird, dem immer gegenwärtigen Gemüt, das alle Dinge versteht, dann weiß der Mensch, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Der einzige Weg zu dieser lebendigen Wahrheit, die die Kranken heilt, ist in der Wissenschaft des göttlichen Gemüts zu finden, wie Christus Jesus sie lehrte und demonstrierte. Alles, was uns mit Weisheit, Wahrheit oder Liebe erfüllt, sei es Gesang, Predigt oder Wissenschaft, segnet die menschliche Familie mit Brosamen des Trostes vom Tisch Christi, speist die Hungrigen und gibt den Durstigen lebendiges Wasser. Vierter Abschnitt, die Bibel, 1. Johannes. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten oder mit der Zunge lieben, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit beruhigen. Wir sind von Gott. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Wer nicht von Gott ist, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 2. Korinther. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Apostelgeschichte. Es geschah aber, als Petrus überall umherzog, dass er auch zu den Heiligen kam, die in Lydda wohnten. Dort fand er einen Mann mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Und Petrus sagte zu ihm: Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund. Steh auf und mache dir dein Bett selber. Und sofort stand er auf, und es sahen ihn alle, die in Lydda und in Charon wohnten, die bekehrten sich zum Herrn. Wissenschaft und Gesundheit. Wahrheit bringt die Elemente der Freiheit. Auf ihrem Banner steht das von Seele inspirierte Motto: Die Sklaverei ist abgeschafft. Die Macht Gottes bringt den Gefangenen Befreiung. Keine Macht kann der göttlichen Liebe widerstehen. Was ist diese vermeintliche Macht, die sich Gott widersetzt? Woher kommt sie? Was bindet den Menschen mit eisernen Ketten an Sünde, Krankheit und Tod? Alles, was den Menschen versklavt, ist der göttlichen Regierung entgegengesetzt. Wahrheit macht den Menschen frei. Eine Kenntnis des Irrtums und seiner Wirkungsweise muss dem Verständnis der Wahrheit vorausgehen, das den Irrtum zerstört, bis der gesamte sterbliche materielle Irrtum schließlich verschwindet und die ewige Wirklichkeit, der durch und von Geist geschaffene Mensch, als das wahre Gleichnis seines Schöpfers verstanden und anerkannt wird. Wenn es uns gelingt, mehr Glauben an die Wahrheit des Seins als an den Irrtum zu haben, mehr Glauben an Geist als an Materie,
mehr Glauben an Leben als an Sterben, mehr Glauben an Gott als an den Menschen, dann können uns keine materiellen Voraussetzungen daran hindern, die Kranken zu heilen und Irrtum zu zerstören. Du solltest Krankheit mental genauso behandeln, wie du Sünde behandeln würdest, nur dass du dem Patienten nicht sagen darfst, dass er krank ist, noch darfst du den Krankheiten Namen geben, denn ein derartiges Verhalten steigert die Furcht, die Grundlage der Krankheit und prägt das falsche mentale Bild tiefer ein. Die Medizin eines christlichen Wissenschaftlers ist Gemüt, die göttliche Wahrheit, die den Menschen frei macht. Der Sieg wird nur dann auf der Seite des Patienten sein, wenn das unsterbliche Gemüt den menschlichen Glauben an Krankheit durch Christus Wahrheit überwindet. Das wissenschaftliche Heilen hat gegenüber anderen Methoden den Vorteil, dass in ihm Wahrheit den Irrtum beherrscht. Aus dieser Tatsache ergeben sich sowohl seine ethischen als auch seine physischen Wirkungen. Durch die wahrheitsgemäßen Argumente, die du anwendest, und besonders durch den Geist von Wahrheit und Liebe, den du hegst, wirst du die Kranken heilen. Fünfter Abschnitt. Die Bibel, Psalm. Lobt den Herrn, alle Nationen, preist ihn, alle Völker, denn mächtig ist über uns seine Gnade, die Treue des Herrn bleibt ewig. Halleluja. Markus. Das erste von allen Geboten ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und das zweite ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Apostelgeschichte. Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der sogenannten italienischen Kompanie. Er war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viel Almosen und betete immer zu Gott. Der sah deutlich in einer Vision um die neunte Stunde am Tag einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm: Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und sagte: Herr, was ist? Er sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen zum Gedächtnis vor Gott. Und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon mit den Zunamen Petrus rufen. Als Petrus reinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sagte: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und indem er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren, und er sagte zu ihnen: Ihr wisst, wie unerlaubt es einem jüdischen Mann ist, sich einem Fremden anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Nun erkenne ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm angenehm. 1. Johannes. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Der Geist ist es, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Wissenschaft und Gesundheit. Geist teilt das Verständnis mit, das das Bewusstsein erhebt und in alle Wahrheit führt. Du wirst erkennen, dass es in der christlichen Wissenschaft die erste Pflicht ist, Gott zu gehorchen, nur ein Gemüt zu haben und den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Die erste Forderung dieser Wissenschaft lautet: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dieses Mir ist Geist. Daher bedeutet dieses Gebot: Du sollst keine Intelligenz, kein Leben, keine Substanz, keine Wahrheit, keine Liebe haben, außer der, die geistig ist. Die zweite Forderung ist dir gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir sollten gründlich verstehen, dass alle Menschen ein Gemüt,
einen Gott und Vater, ein Leben, eine Wahrheit und eine Liebe haben. Der eine unendliche Gott, das Gute, vereint Menschen und Völker, begründet die Brüderlichkeit unter den Menschen, beendet Kriege, erfüllt die Bibelstelle, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, vernichtet heidnische und christliche Abgötterei, alles, was in sozialen, bürgerlichen, strafrechtlichen, politischen und religiösen Gesetzen falsch ist. Stell die Geschlechter gleich, heb den Fluch über den Menschen auf und lässt nichts übrig, was sündigen, leiden, was bestraft oder zerstört werden könnte. Mit einem Vater, nämlich Gott, würde die ganze Familie der Menschen zu Geschwistern werden. Und mit einem Gemüt, und zwar mit Gott oder dem Guten, würde die Geschwisterlichkeit der Menschen aus Liebe und Wahrheit bestehen und Einheit des Prinzips und geistige Macht besitzen, die die göttliche Wissenschaft ausmachen. Sechster Abschnitt, die Bibel, 2. Samuel. Es ist keine wie du und ist kein Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und mit deinem Segen wird das Haus deines Knechts für immer gesegnet werden. 2. Thessalonicher. Wir aber schulden Gott allezeit Dank für euch, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zum Heil in der Heiligung des Geistes und im Glauben der Wahrheit erwählt hat. 2. Johannes. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit euch in Wahrheit und in Liebe. Wissenschaft und Gesundheit. In allen Generationen, vor wie nach der christlichen Zeitrechnung, ist der Christus als die geistige Idee, die Widerspiegelung Gottes, mit einem gewissen Maß an Macht und Gnade zu all denen gekommen, die bereit waren, Christus Wahrheit zu empfangen. Gnade und Wahrheit sind mächtiger als alle anderen Mittel und Methoden. Jesus sagte, glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott, Wahrheit, schauen.